Endlich ist es soweit. Game of Thrones Ladies. Jetzt geht's richtig los. Also, das heißt, heute zu einem kleinen Stück. Wir schauen mal wieder rein und beginnen damit schon die Reise. Und beim nächsten Mal geht's natürlich weiter. Das haben Reisen so an sich. Zu Siberia, The World Before. Wir hatten schon mal im Jahr 1023 die Demo ein bisschen gespielt. Ja. Jetzt ist natürlich alles anders, denn wir beginnen die volle Geschichte. So sieht's aus. Und ja, wenn der restliche Teil dann genauso ist, wird das eine unglaubliche Geschichte. Hohe Spannungserwartung. Na denn. Genug Einleitung. Jetzt geht's los. Aegris, hast du deinen Wachposten eingenommen? Wie geht's? Ich hab dich gesehen. Nichts mit Schleichen. Zitrone, Krümeltee, oh, das klingt gut. Entstellt und sich bequem macht. Mach das. Danke, auf geht's. So, wir schauen wie gesagt heute rein. Darum. Kurz. So, beim letzten Mal habe ich tatsächlich schon geschlafen und als ich kurz wach war, warst du schon wieder auf. Ja. Dann war Dargisville Castle vorbei. Und mal die Welt wieder mal gerettet. Alleine. Wie immer. Du kannst ja nachgucken. Geht auch nicht lang. So, aber jetzt hier. Papam. Aber ich muss mal reingucken hier. Ach, schade, ich kann das jetzt nicht gleich sehen. Ja, Zuvor. Ach komm, das nehmen wir nochmal mit. I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate, Kate Walker. Wow. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Ja, da gibt es ja wie gesagt mehrere Teile, wie wir jetzt gerade hier wieder erfahren, uns auffrischen. Aber der letzte Teil, der war grauenhaft. Und der hier war wieder... Zumindest in der Demo, fantastisch. Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. No. I'm afraid she's too far gone. We're losing her. Wirst du mir dem geholfen zu gehen? She ain't gonna be coming back. Mammut. Three months ago, Nomads found her dying in northern Siberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker.
looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Doctor! It's a long journey, a very special journey. Aha. Seemonster und Vergnügungspark. Oscar. Kate Walker, no! No. Es ist auch schon über ein Jahr her, da darf das auch so sein. Nein! Du sag mal, als du Diablo 4 angezockt hattest, hattest du das auf die Tube geladen? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, da war dann auch die Möglichkeit vorbei, das war dann wieder irgendwie deaktiviert. Na denn. Wagen. Musikerviertel, Frühjahr 1937. Frühling 1937. Eine junge Frau läuft durch die Straßen von Wagen. Ich muss mal wegen der Aussprache. Die Hauptstadt eines kleinen Staates in Mitteleuropa. Ihr Name ist Dana Rose. Dana Roze. Und sie muss pünktlich zu einem sehr wichtigen Ereignis sein. Schön. Liebevollem Gedanken an Benoit Sokal. Ja. Kannst du dich noch an den Boss da erinnern? Da war das ja auch so eine Dämonenkreatur oder so. Und dann war das, glaube ich, schon vorbei. Im Anschluss. Wieso? Bist du da jetzt gerade, oder? Oh, das sieht so schön aus. Echt mal gespannt, wie sich das verbindet hier. Siberia. The world before. So, ein schönes Wetter. Verkehrsbetriebe. Wagen, Baden. Von Ostertal. 1937. Okay, ich glaube, es fängt schon anders an als in der Demo. Ich habe gestern den ersten Storyboss gemacht. Die hat etliche Gegner auf einen gehetzt. Oha. Die man besiegen muss, damit sie platt ist. Oh, okay. Naja, sehr typisch. Typisches Verhalten. Okay, wir sind mittendrin. Eine Bäckerei Baumgartner haben wir hier. Oh, der Faust. Der Fall macht sogar noch so ein. Ich muss mich beeilen. Frau Beckmann sagte, sie wartet auf dem Platz am Ende der Hauptstraße auf mich. Oh mein Gott, sie sieht so gut aus.
Eine Bäckerei. Okay. Heute ist der große Tag, was, Dana? Ich fürchte ja, Herr Baumgartner. Ich möchte ein Brötchen. So, hier oben haben wir noch ein paar Sachen. Achso, ja, okay. Oh, Ziele, den Marktplatz erreichen. Oh, das sieht so gut aus. Ach, guck mal an. Danas Tagebuch, 23. Mai 1937, 37. Es musste ein wichtiges Ereignis für mich geben, mit dem ich dieses Tagebuch beginnen konnte. Der große Tag ist also gekommen. Unter all den Studenten der Musikakademie wurde ich ausgewählt, um den Schwanengesang, die Hymne von Wagen, den Marktplatz zu spielen. Ja, der Schwanengesang. Letzte Nacht nicht geschlafen. Ich habe solche Angst. Ich kann mich nicht einmal dazu bringen, die wunderschöne Melodie noch einmal zu spielen, bevor ich aufbreche. Wozu auch? Mein Schicksal wird sich heute genau um 12.15 Uhr entscheiden. Zu dieser Gelegenheit findet sich immer eine große Menschenmenge auf dem Platz ein. Ja. Dokumente. Inventar. Noten zur Hymne von Wagen. Aufnahmebescheid. Fragezeichen. Objekte untersuchen. Objekte von einem Blickwinkel aus zu untersuchen, gibt Ihnen nützliche Informationen über den Ursprung oder Zweck. Ja, ja. Mit Rechtsklick wird das Objekt gedreht und der Cursor wird mit der Maus bewegt, um interessante Bereiche auszuwählen. Ah, ach so, ja. Mhm. Toll. Was? Ach so, gedrückt lassen. Ah. Ah ja, 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 ja. Dann taucht ihr. Ansehen. Die Hymne von Wagen. Mein Wagen, Lieblingsstück. Die Hymne von Wagen. Mein Lieblingsstück. Na, das kriegt man schon hin, Dana. Dana? Dana? Dana, Was ist das? Den Marktplatz erreichen. Okay, haben wir das jetzt hier? Zum Jahreskonzert. Mein Aufnahmebescheid von der Musikakademie. Ich muss ihn Frau Beckmann geben, wenn ich am Platz ankomme. Ja, Frau Beckmann. Gut, haben wir das vollständig? So, hier. Zurück kann ich nicht. Ah, hier geht's noch weiter. Der Kampf hat bei mir knappe 5 Minuten gedauert. Boah, das klingt doch schnell, oder? Der Weg dahin kam mir zumindest bekannt vor. Kann also sein, dass es eventuell die gleiche war. Ja. Könnte sein. Dann das Tagebuch, 8.30 Uhr. Sehr nervös. Beim Frühstück habe ich kein Bissen heruntergebracht, wo Mutter ihre köstliche Sachertorte mit Aprikosen gemacht hatte, die ich eigentlich liebe. Meine Eltern kommen nicht, um mich spielen zu sehen. An einem Tag wie heute können sie den Laden nicht allein lassen. Für Händler ist es der beste Tag im Frühling und vielleicht ist es ja auch besser so. Ich könnte es nicht ertragen, mich vor ihnen zu blamieren, falls ich versage. Den Mutigen gehört die Welt. Okay. Warte mal. Achso, gut, das brauche ich nicht immer wieder vorlesen. 10 Uhr. Herr und Frau Zimmer sind da. In letzter Zeit kommen sie häufig vorbei, allerdings immer geschäftlich. Vater sagt immer jedem, der es nicht hören will, dass es in Zeiten wie diesen nie zu viel Arbeit geben kann, während die Männer im Büro Geschäftliches besprechen. Herr Zimmer ist Kunsthändler, hilft Frau Zimmer Mutter im Laden. Oh, okay. 11 Uhr, Frau Beckmann erwartet mich. Sie ist die Rektorin der Akademie. Ich sollte besser mit Schreiben aufhören, die Benachrichtigung nicht vergessen. Die Eltern küssen. Achso, ja. In die erste Trambahn springen und los.
Dana. Aha. Oh, schön. Boah, die Effekte. Hey. Ah, hier können wir schauen. Postkarte. Das schlagende Herz Europa. Klicken Sie auf Lesen, um den Text aufzurufen. So. Achso, okay. Ja, das finde ich gut. Ach, hier geht das nicht mit dem. Weil das sein könnte, dass man hinten irgendwas hat. Aha. Können wir durch? Ist gesperrt, ne? Okay. Hm. Okay, alles klar. War es. Ich habe heute gehört, dass es einen gibt, der etliche Stunden brauchte. Oh wow, was für Unterschiede. Hm. Ach, muss ich gleich mal testen. Naja, das geht hier nicht. Oder noch nicht. Was haben wir hier? Perfekter Geigenbauer. Dreiklang. Doppelklicken Sie, um sich schneller zu bewegen. Ah, okay. Ah, hier ist was. Offenbar sind alle eilig aufgebrochen. Oh mein Gott, sie warten wohl alle auf dem Platz auf mich. Da hinten ist der Platz, ja. Okay. Bam, 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 bam. Nebenziele, aha. Im Verlauf Ihres Abenteuers erhalten Sie gelegentlich Nebenziele. Sie müssen diese Ziele nicht erfüllen, tun Sie es jedoch, führen Sie sie zu interessanten Zusatzinhalten und Hintergrundinformationen. Achtung, aktive Nebenziele werden gestrichen, wenn Sie dem Handlungsverlauf weiter folgen, ohne sie zu erfüllen. Passen Sie also auf und zögern Sie nicht, auch abseits der ausgetretenen Pfade nachzuforschen. Ja, okay. Also versuche ich natürlich so viel wie möglich mitzunehmen. Hm, gar nicht so schlecht. Aber ob Papa das in seinem Laden verkaufen würde? Wie gar nicht so schlecht? Das sieht super aus. Mhm. Was Suchanzeige? Schädlinge. Oh, hier. Kleiner. Abstecher hier. Reden. Warte mal, bevor wir mit dem reden, gehe ich nochmal weiter hinter. Das ist dann immer schade, ne? So direkte Seidenstraßen. Schon sieht es wieder aus. Wie nach absoluter Zerstörung. Hier ging es bestimmt mal früher durch. Was macht denn die Dame hier so ganz allein auf dieser grünen Bank? Ohne Snacks und Getränke. Okay, reden können wir nicht mit der. Das ist hier ein geheimer Durchgang. Hier war doch der Mann. Ja, genau. Das hier, Antiquariat. Oh, schön. Gute Güte. Ein Stein? Oh nein, Vandalen. Alles in Ordnung? Das ist nicht der Rede wert. Was mich sorgt, es wird täglich schlimmer. Oh. Das sagt mein Vater auch. Nun ja, hä? Man muss immer das Positive sehen. Ja, stimmt. Wenigstens kann ich jetzt ein paar Reparaturen durchführen, die ich schon länger aufschiebe. Wissen Sie, wer das getan hat? Ich habe so eine Ahnung. Verbrecherische Taugenichtse. Ich verstehe aber Sie. Fühlen sich nur groß und stark, wenn sie zu mehreren sind. Ja. Stimmt. Doch sind solche Leute gefährlich, wenn sie von einer Ideologie angetrieben werden. Mhm. Besonders, wenn diese auf Hass und der Ablehnung anderer Kulturen basiert. Mhm. Und sie haben für Vageraner nichts übrig. So viel ist sicher. Ach so, ich muss nach links ziehen, ja. Meine Eltern und ich sind Vageraner.
Nun, in diesem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute. Schwierige Zeiten sind das, junge Dame. Für Leute wie uns. Genug von dieser Trübsal. Was macht die Frau da im Hintergrund? Ich sehe, Sie haben da einen hübschen Instrumentenkoffer bei sich. Sind Sie die glückliche junge Dame, die dieses Jahr unsere Ohren bezaubern wird? Stimmt. Und ich muss los. Es ist schon Zeit. Nun, dann lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren. Musik ist eines der wenigen Vergnügen, die uns heute geblieben sind. Also, ich danke Ihnen, Fräulein. Danke, dass Sie sie lebendig halten. Würden Sie mir die Ehre erweisen, etwas in den Zement zu schreiben, bevor Sie gehen? Ich schreibe das Datum dazu, wie Sie es in Hollywood machen. Das ist heutzutage der letzte Schrei, wissen Sie? Also ich... Oder fürchten Sie, dass Sie dann zu spät kommen? Bitte was? Hier meine Initialien. In Ordnung. Ich tu's. Bitte sehr. Spuren hinterlassen. Zeichnen Sie etwas für den Buchhändler in den nassen Zement. Ja, Sie stehen für Dana Rose. Nun denn, Dana Rose. Aha. Ihre Initialen sind jetzt in Zement verewigt. Jetzt müssen Sie nur noch dafür sorgen, dass Ihr Schicksal dem auch gerecht wird. Danke, mein Herr. Ich sollte jetzt wirklich gehen, wenn ich nicht zu spät zur Musikakademie kommen will. Ich höre von hier aus zu. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss. Okay, cool. Ist es schon so spät? Frau Beckmann bringt mich um, wenn ich nicht pünktlich auf dem Platz erscheine. Oh nein, das wollen wir nicht. Beeil dich, Dana. Was gedrückt hat, um sich umzusehen? Ah, oh, das ist gut. Ne, ich laber jetzt nicht mit den Jungs hier. Oh, da wartet sie schon. Das muss es schon sein, ja. Was zum kanadischen... Was, Barry? Marktplatz erreichen, Ghetto untersuchen? Was? Oh. Okay, konnte ich noch mal anders lang gehen? Naja. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fräulein Rose, da sind Sie ja. Noch ein paar Minuten und Sie wären zu spät gekommen. Bitte entschuldigen Sie, Frau Beckmann, ich wurde unterwegs aufgehalten. Ja, wie es halt immer so ist. Aufnahmebescheid haben? What? Achso, ja, klar. Was? Ja? Noten zur Hymne von Magen? Ach so, dann hätte ich noch mal was anderes auswählen können, verstehe. Behalten Sie Ihre Notenblätter für das Konzert. Ich benötige Ihren Aufnahmebescheid. Ach so. Also nochmal. Und jetzt hier. Ah, okay, also. Ich dachte dann so nochmal anwählen. Ja, okay. Hm? Danke, Fräulein Rose. Also, denken Sie daran. Beim jährlichen Frühjahrskonzert aufzutreten ist eine große Ehre. Und eine Belohnung für die beste Studentin der Musikakademie. Ah. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich als würdig erweisen. Gebe mein Bestes, Frau Beckmann. Das Klavier steht bereit. Dieser Moment gehört Ihnen, Dana Rose. Ja, die Optik ist schon schön, ne? So. Ja, okay.
Klavier vorbereiten. Okay. Oha. Ha. Ja. Ja, ja. Okay. Vorbereiten. Benutzung. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie mit dem gewählten Objekt etwas tun können. Wählen Sie dazu die Markierung und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, wenn Sie die Maus in die gewünschte Richtung bewegen. Okay. Alles ist bereit. Ich muss nur noch meine Noten herrichten und anfangen. Ja, okay. Ja. Yep. Durchgestrichen, okay. Oha. Wow, was für eine Maschine. Beginnen. Okay, ich versuch's mal. Sonst drehen wir halt die Zeit zurück. Hey, guten Abend, Sarah, ich grüße dich. Willkommen rechtzeitig zur Musikkostprobe. In einem neuen Abenteuer. Wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Ah, dann werden die Figuren zum Leben erweckt. Vielleicht morgen mal mit Kopfhörern weiterspielen. Klänge sind so gut. Ja, dann bewegen sich die Figuren, das ist super. Yeah. Oh. Ja, genau. Oh, da kommt die nächste aus dem Boden. Ha! Oh, das erinnert mich jetzt schon ein bisschen an hier Atomic Heart. Das macht's richtig gut. Oh, kommt die nächsten. Ey, das ist echt cool gemacht. Das Klavier geht um die Ecken, sehr gut. Oh. Oha. Oh, was für eine Präsentation. Halleluja. Boah, es ist gut gemacht. Vielleicht ist das Spiel wieder vorbei. Nee, so schnell ist es diesmal nicht vorbei. Wow, das war richtig gut. Eiserne Tiger, hm? Oder hier. Ah, Schnappordnung verlangen, da ist es. Das wären auf jeden Fall zwei sehr interessante Story. Stränge werden, die sich immer mehr verbinden.
Tagebuch. Sie können in Ihrem Tagebuch Notizen über vergangene Ereignisse nachlesen. Über das Tagebuch haben Sie auch Zugriff auf Ihre Ziele und die Dokumente in Ihrem Inventar. Drücken Sie. Okay, drücken Sie das. Um es zu öffnen. Mit Introspektion die Situation überdenken. Mit Katjuschka reden. Okay. Ja, warte, ich wollte nochmal kurz drehen. Geht das noch mehr so? Ah ja, okay. Wow, wo sind wir denn jetzt eigentlich hier eingesperrt oder wie? Introspektion. Lesen. Das Suchen. Reden, okay. Mit Katjuschka reden. Na, ich fange aber erstmal hier an. Dass wir nichts vergessen. Erstmal lesen. Lass mir doch den Spaß. Lass ich doch. Dieser scheint bei mir nicht wirklich besser zu werden als das letzte. Doch, doch, das wird. Aber dabei war das mein einziger Wunsch. Kommt noch. Du musst darauf vertrauen. Ja. Zellabschnitt. Sind wir wirklich gefangen? Bei Zelle Nummer 31, Insassen, Katjuschka, Spiridonova. Was? Das ist Kate Walker? Wie sieht denn die jetzt aus? Okay, das ist ja schon interessant. Sektionsleiter Simona Kalinina. Verhaltensregeln, okay. Erstens, die dem Team zugewiesene Farbe muss stets sichtbar getragen werden. Sowohl außerhalb der Zelle als auch darin. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Zweitens, die Salzabbauquote muss jeden Tag erfüllt werden. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Drittens, Funde von Elfenbein und oder patriotischen Relikten müssen sofort einem Betriebsangehörigen gemeldet werden. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Viertens, Sie müssen den Leiter Ihres Abschnitts sowie sämtliche Betriebsangehörigen respektieren und ihnen gehorchen. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Fünftens, Essen und Ruhepausen sind Privilegien. Sie haben kein Anrecht darauf. Jeder Missbrauch dieser Privilegien wird als Zuwiderhandlung betrachtet. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Sechstens, jede Zelle erhält das Privileg von 5 Litern Wasser am Tag. Jeder Missbrauch dieses Privilegs wird als Zuwiderhandlung betrachtet. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Also was ich hier daraus lerne, ist, dass hier viel bestraft wird. Ja, geht's euch auch so? Essen und Ruhepause sind Privilegien. Halleluja, ey. 5 Liter am Tag. Okay. Was ist denn das hier? Introspektion. Gott, noch ein Tag Schwerstarbeit. Was machst du jetzt bloß, Kate? Himmel, ich kann nicht glauben, dass es schon fast ein Jahr her ist, dass die Miliz mich hierher gebracht hat. Oha. Muss hier raus, muss weg. Wohin auch immer. Aber wie? Keine Nachrichten von draußen, nichts. Weiß überhaupt jemand von mir? Herrgott, irgendwer muss doch nach mir suchen, oder nicht? Irgendwer? Ja, eigentlich schon, oder? Also, wir gehören zur blauen Sektion. Parallele Ermittlungen. Erreichen Sie Ihr erstes Nebenziel. Ah, okay. Gut, was haben wir hier noch? Untersuchen. Hier mal was zu lesen. Hier mal was zum Nehmen. Katjuschkas Plektrum. Beast. Katjuschas Punkband. Die hätte ich furchtbar gern mal gesehen. Ah, okay. So, haben wir den Hinweis bekommen? Sehr gut. Ja. Katjuschkas Plektrum wurde. Okay, hinzugefügt.
Alexander Puschkin. In der Tiefe sibirische Erze bewahrt Geduld, seid stolz und klug. Euer Werk, das Schicksalsschwere, wird wachsen im Gedankenflug des Unglücks. Treue ergebene Schwester, die Hoffnung weckt im finsteren Schacht, den Mut, die Fröhlichkeit, bis letztlich die langersehende Zeit erwacht. Die Liebe und die Freundschaft dringen, obwohl ihr eingekerkert seid, zu eurer schweren Zwangsarbeit, wie jetzt nur meine freie Stimme. Die Kette, die den Fuß beschwert, wird brechen, wie des Kerkers Schranken, die Freiheit euch am Tor empfangen. Brüder, reichen euch das Schwert. Ja. Okay. Wir können sogar ein klein wenig bewegen, wenn wir da zum Schauen sind. Ansehen. Ja, hier gibt's wohl Essen und Trinken. Ich mache mich besser fertig und schaue nach, wie es Katjuscha geht. Meine Sachen hole ich später. Achso, das sind deine Sachen. Na gut, so, reden wir mal mit ihr. Wie geht's? Gut geschlafen? Wie ein Bär. Ja, habe ich gehört. Mach dich fertig, Katjuscha. Ich fühle mich, als wäre ein Panzer über mich drüber gefahren. Alles gut? Klar. 12 Stunden am Tag im Salzbergwerk graben, in der Hoffnung, ein Stück Elfenbein zu finden. Könnte nicht besser gehen. Wow. Lass dich nicht runterziehen. Vielleicht bin ich dumm, Kate. Vielleicht hatte meine Familie recht. Wenn ich wie eine brave kleine Bäuerin die Füße stillgehalten hätte, anstatt eine Punkband gegen das Establishment zu gründen, wäre ich jetzt nicht hier. Aber ich bin froh, dass ich dich habe. Hey, Katjuscha, wir kommen hier raus, okay? Sicher doch, wenn du das sagst. Ja. Heute ist der Tag, an dem wir Stollen C von Team Orange übernehmen sollen, oder? Hör bloß auf. Da soll's echt hart sein. Isoliert und ohne Rettungsteam in der Nähe. Das ist völlig irre, weil der Stollen total einsturzgefährdet ist. Vielleicht ist das ja unsere Chance. Wir sollten uns aufmachen, Katjuscha. Ich meine, was, wenn die Wache uns beim Rumtrödeln erwischt? Wo wir doch bereit sein sollten. Wer? Simona? Sie ist keine Heilige, aber auch nicht die Schlimmste hier. Stimmt. Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Ich will mich nur so lange wie möglich ausruhen. Komm schon, Katjuscha. Mach dich bereit. Klar. Okay. Noch 5 Minuten, mehr nicht. Da? Da. Oder dort. Die Arbeit bereit machen. Warte mal, was war das jetzt hier am Spiegel? Frisch machen. Ja. Das wäre zu schön, um Mord zu sein, Twiddy. Ja. Ich habe jetzt schon Schiss vor dem 6.5. Ja. Nachvollziehbar. Vielleicht wird er ja auch einstürzen. Das wäre natürlich nicht so toll. Eiskaltes Wasser. Oh, da ist es schon. Böse Wärterin. Vergiss bloß nicht deinen Glücksbringer. Ich hab dich noch nie ohne ihn gesehen. Alles, was mir geblieben ist. Oh, Oskars Herz. Oh ja. Darin sind alle Daten von Oskar enthalten. Ich hatte das Glück, es dem Soldaten entwenden zu können, der es von der Grenze zwischen Baranur und Jakastan mitgenommen hat.
Ich muss nur einen passenden Körper dafür finden. Falls ich jemals hier rauskomme. Ja. Können wir den Oscar wieder zurückholen? Okay. Die Arbeit bereit machen. Muss mir nur meine Tasche schnappen, dann bin ich bereit für einen weiteren Tag Schwerstarbeit. Das ist dann nochmal der Hinweis dazu. Ja, siehst du, das haben wir jetzt schon erledigt. Ach, stimmt, sie hat ein ganz anderes Tagebuch. Das machen wir jetzt noch. Ui, auf der Suche nach Kate Walker. Nick Cantins Berichte. Miss Olivia Foster, Langham Avenue, New York City. Sehr geehrte Mrs. Foster, wir hatten noch nicht das Vergnügen, uns kennenzulernen. Mein Name ist Nick Cantin. Ich bin Privatdetektiv. Vor ein paar Jahren wurde ich von der Anwaltskanzlei Marson and Lamont beauftragt, Miss Kate Walker zu finden und sie zurück in die Vereinigten Staaten zu bringen. Wie Sie vermutlich wissen, wird sie von der Polizei wegen mutmaßlicher Unterschlagung gesucht. Hier, das ist eine Karte. Nick Cantin. Ja, den haben wir auch gesehen in der Vorschau. Ja doch, das wäre dann, was? Dann wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass du fliegen kannst. Aber ob euch beiden dann die Chance gegeben wäre, ist fraglich. Oder umgekehrt, sie schafft es und du musst einen anderen Weg finden, da ihr getrennt werdet. Ja, das gibt's auch manchmal, ne? Das stimmt, ja. Ist das immer hier oben? Ach ja, genau. Ihre Freundin zu verfolgen war gelinde gesagt hektisch. Tatsächlich fürchte ich, dass es sich negativ auf meine geistige Gesundheit ausgewirkt hat. Ich wurde Opfer eines schweren Unfalls und befinde mich jetzt zur Genesung in der Klinik von Walsenbohr. Hier ist das Paket, das Sie an Kate Walker geschickt haben, angenommen. Ihre Adresse stand auf der Rückseite des Umschlags. Ich tendiere zu der Annahme, dass Miss Walker zu ihren engsten Freundinnen zählte, weshalb ich ihnen schreibe. Ich muss wohl erklären, dass ich nicht sehr beauftragt bin, die junge Dame zu finden. Allerdings muss ich zugeben, dass ich immer noch darauf brenne, meine Mission weiterzuführen. Mein einziges Ziel dabei ist, dass Miss Walker vor all den Schwierigkeiten zu warnen, in die sie sich ständig bringt, und sie, wenn möglich, zur Heimkehr zu überreden. Ja, das wirst du so schnell nicht hinbekommen bei ihr. Genau. Nichtsdestoweniger. Muss ich zugeben, dass ich im Moment, da ich diesen Brief schreibe, keine Ahnung habe, wo sie sich aufhält, besonders da meine lange Genesungszeit dazu geführt hat, dass ich aktuelle Entwicklungen verpasst habe. Ich würde meine Ermittlung gern so bald wie möglich wieder aufnehmen, um ihre Freundin zu finden und ihr Paket zu übergeben. Mit freundlichen Grüßen, die Kantine. Okay. The Monster of the Lake was not okay. Dezember 2004. Sehr geehrte Mrs. Foster, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass es mir gelungen ist, die Yukol-Nomaden zu finden. Sie waren bei Miss Walker, als ich sie das letzte Mal traf. Ja, das waren die da immer geholfen haben. Sie haben mir gesagt, dass sie, obwohl Oscar, ein Automat, sich opferte, um sie zu schützen, von hier aktivieren. Von einer hier aktiven, gefährlichen Faschisten-Miliz gefangen genommen wurde. Nach fast einem Jahr mühsamer Ermittlung hat es mir diese Spur ermöglicht, Miss Walker mit großer Wahrscheinlichkeit aufzuspüren.
Sie wird in einem Salzbergwerk festgehalten. Das Bergwerk ist in Wirklichkeit ein Arbeitslager im Besitz eines Konsortiums aus Mafia-Gangstern und Neonazis. Scheiße. Die auf der Suche nach Überbleibseln der früheren Größe ihrer Nation sind. Naja. Ich bin soeben in der Region angekommen. Wie erwartet, weigerten sich die Wächter des Bergwerks mit mir Miss Walker zu übergeben. Sogar meine Bestechungsversuche lehnen sie ab, was mich allerdings nicht allzu traurig stimmt, wenn man eine desolate Finanzlage bedenkt. Meine desolate Finanzlage bedenkt. Nichtsdestotrotz versicherten mir die Wächter, dass es ihr gut geht. Aus irgendeinem Grund sind sie bei der Erwähnung der engeren Beziehung zu ihrer Zellengenossen und der Tatsache, dass die zwei jungen Frauen sich gegenseitig beschützen, in lautes Gelächter ausgebrochen. Ah ja. Was Simona Kalinins oder Kalinik? Kalinin. Kalinin? Soll das nur ein Z sein? Kalinins? Weiß ich jetzt auch nicht genau. Wegen einer kleinen Geldsumme, die ich aufbringen konnte, haben die Wächter mir versprochen, das Paket an Miss Walker weiterzugeben. In der Zwischenzeit bis ich einen Weg finde, sie aus diesem Hornissennest zu befreien, habe ich keine andere Wahl, als ihnen zu glauben. Bin mal gespannt, was da drin ist. Okay, Dokumente, das haben wir schon. Und jetzt hier bereit machen. Gut. So, sie macht sich jetzt noch bereit. Vergiss deine Sachen nicht. Die brauchen wir in Stollen C. Das heißt, ja, meine Sachen. Bereit. Bin froh, dass du hier bist. Ja gut, dass die sich gefunden haben. Katjuscha, okay? Team Blau. Hey, die Post ist da. Wunderbar. Für dich, Amerikanska. Danke. Nicht trödeln, klar? Du hast 5 Minuten, um nachzusehen, was da drin ist. Oder jemand weniger Freundliches holt euch ab. Na denn? Das Paket untersuchen. Da ist das Paket. Untersuchen wir das Paket. Oh. Flugpass. Also hier, ne? Flugschein. Nehmen Flugpass. Ja, Flugschein. Nehmen. Ein Flugticket nach New York. Boarding Pass. Ah. Catherine Walker. Moment mal. New York. Das steht jetzt wo? Ich sehe gar nicht die Abkürzung. Oh, das ist so ein bei Dana. Diese Melodie hat mich während meiner gesamten Kindheit begleitet. Ich erinnere mich, dass selbst meine Mutter nicht herausfinden konnte, wie sie heißt. Schön. Die gehört meiner Mutter. Ich habe damit gespielt, als ich noch klein war. Hört meine Mutter, ob sie weiß, dass ich hier bin? Wahrscheinlich nicht. Wer kann mir dieses Paket geschickt haben? Ich sollte mir das ansehen. Moment, gibt's hier noch mehr?
das ist nur das. Ach, hier. Olivia Foster, New York. Was kann sie mir nach unserem Streit, als ich mit Hans weggegangen bin, geschickt haben? Komisch. Was? Hm. 23. August 2003. Liebe Kate, wo immer du jetzt bist, ich hoffe, dass dieser Brief, auch wenn er traurige Neuigkeiten bringt, dich rechtzeitig erreicht, damit du Vorbereitungen treffen kannst, um nach New York zurückzukehren. Hm. Oh, was ist da los? Deine Mutter Sarah Walker ist letzte Nacht im Mount Sinai Hospital verstorben. Oh. Es ging ihr schon einige Monate nicht gut und ihr Tod war zweifellos eine Erlösung. Die Beerdigung findet nächste Woche Donnerstag statt. Wir haben die Zeremonie hinausgeschoben, damit du bei uns sein kannst. Wenn ich mich nicht irre, bedeutet deine Rückkehr in die Vereinigten Staaten, dass du riskierst, dich vor Gericht verantworten zu müssen. Manchmal ist es besser, seine Schulden bei der Gesellschaft zu bezahlen, anstatt für immer davor zu flüchten. Und lass doch nur einmal diese sinnlosen Abenteuerallüren sein. Sie haben dich bereits deine Freunde und deine Familie gekostet. Ich flehe dich an, Kate. Bitte, komm zurück und nimm von deiner Mutter Abschied. Ruf mich an, damit wir deine Rückkehr zu den bestmöglichen Bedingungen organisieren können. Ich habe dir den Anhänger deiner Mutter beigelegt. Sie hat gesagt, dass du das Geheimnis seiner Melodie früher geliebt hast. Ich habe ihr versprochen, dass ich es dir schicke. Ruf mich an, um unserer Freundschaft willen, was immer davon noch übrig ist. Olivia, 212-359-1519. Hm. Fragen, Brücke der Nebel. Gut gemacht, Dana, mein Liebes. Ich bin so stolz auf dein Konzert auf dem Platz bei der Musikakademie. Wir müssen einen hübschen Rahmen für dein Diplom finden. Danke, Mutter. Sobald du dein Studium an der Akademie nächstes Jahr abgeschlossen hast, solltest du deine Ausbildung am Konservatorium in Paris fortsetzen können. Nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. Dann, mein Schatz, wirst du eine große Konzertpianistin. Du machst uns so stolz, nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. So stolz. Ich kann es kaum erwarten, das Konservatorium zu sehen, auch wenn ich euch beide sehr vermissen werde. Und vielleicht ist es keine so schlechte Idee, wenn du aus Wagen fortgehst. Die Zeiten sind momentan schwer für Leute wie uns. Ich mache mir immer Sorgen. Oh, ist jetzt mal krank? Zum Glück hat Herr Gustav sich bereit erklärt, dich diesen Sommer in der Berghütte aufzunehmen. Oh ja. Die Bergluft dort wird dir... Hine Peachy! Hallo! Vielen, vielen Dank für den Raid! Übrigens, hast du Herrn Gustav schon willkommen! Oh, also ich war sehr lange Zeit! Um Konzert zu üben. Freut mich sehr! Vielen, vielen Dank! Wie geht es? Ja, Mutter, ich mache es jetzt gleich. Moin, moin! Na? Was macht die Zeit? Dankeschön! Ja, also hier war, ging glaube ich die Demo noch ein bisschen, irgendwas ist ja noch passiert, Ereignis. Und ich glaube, dann war das zu Ende. Ja, aber diesmal werden wir an den Punkt ankommen und dann natürlich weitermachen. Spätestens natürlich beim nächsten Mal. Aha. Ja, weil ich unbedingt wissen wollte, was kommt denn noch danach, nicht wahr? Wir haben eine große Geschichte vor uns, also zwei sozusagen. Gut, das bloß nochmal kurz zur Erinnerung. Jetzt gucken wir uns natürlich nochmal weiter hier um. Ja, sorry, war lange nicht mehr hier, aber wollte mal hierher kommen. Ich danke dir vielmals. Freut mich sehr. Ja, kein Problem. Es ist, wie es die Zeit halt zulässt. Ne? Aber wenn es dann soweit ist, umso besser. Ich danke dir. Vielleicht ist die Zeit da jetzt ein bisschen günstiger und du kannst das, die Geschichte hier miterleben.
Oh, wow, mit den Lichtern hier. Oh, toll. Ja, ja, mit der Zeit, ne? Das ist immer dann, dass man dann gerne möchte, ne? Aber die Zeit, die Pflicht, und dann geht's nicht, ne? Ja, ja, es ist. Das ist immer mal wieder so, aber wie gesagt, das ist ein Problem. Nachvollziehbar. So, was war das jetzt? Gustavs Brief beantworten, Dokument im Laden lesen. Ja, genau, wir gucken uns natürlich erstmal wieder gründlich um, denn wie gesagt, in jeder Ecke steckt eine Story. Oder Kunst. Nehmen wir natürlich mit. Ja, bist im Bett jetzt, Eggers, ja, super. War das? Ja, nicht so lange tatsächlich, ja. Wie ist das Game so? Ja, also ich kenne es jetzt, wie gesagt, nur noch von der Demo her bis hierhin ungefähr. Und ich muss sagen, absolut fantastisch. Der Vorgänger war ja eine Katastrophe in der Spielmechanik. Und ich bin echt froh, dass danach noch was gekommen ist. Ja, und wie es so aussieht, bleibt es auch in der Vollversion dem treu von der Demo. Ja, und dann bin ich natürlich gespannt, was danach kommt, weil das ist dann ein blinder Durchlauf. Und ja, ich muss sagen, top bis jetzt. Na, wie gesagt, Fazit, ne, gibt es immer am Ende, aber sehr, sehr starker Ersteindruck. Toll präsentiert, Stimmen soweit. Und es zieht einen, wie gesagt, richtig rein. Also, ja, richtig, richtig, richtig gut. Sieht echt schön aus, ja. Das ist wohl wahr, ja. Das sieht richtig gut aus. Oh, hier so mit dem, ne? Mit dem Lichtschein. Und auch hier so beim Pullover, ne? Stoff und dann hier so Leder bei der Tasche. Boah, das sieht mega gut aus. So, was haben wir hier noch? Reden ist der Papa, ne? Untersuchen. Papa? Könnte dein Stift hier irgendwo sein? Gut möglich, nehme ich an. Cool. Und lässt sich soweit auch ganz gut steuern. Ist das Kunst oder kann das welche? Ja, ist die Frage. Hoffentlich ist es Kunst. Ist jetzt ziehen? Oh, okay. Sollen wir hier ansehen? Kein Stift hier. Ja, kein Stift. Schön. Hier ist ein Stift. Was anderes? Füllfederhalter. Yay! Papas Federhalter. Perfekt. Perfekt, um einen guten Eindruck zu machen. Okay. Inventar hinzugefügt. Okay. Können wir hier oben noch gucken? Ist ja Rahmen. Papa ist so unordentlich. Ja, echt mal. Ist nicht okay. Was haben wir hier noch? Automaten von Vorarlberg. Diese Maschinen sind unglaublich. Ja, ist auch eine interessante Richtung, technologisch gesehen, mit den Maschinen hier, die viele Dinge übernehmen. Welch mit dem Ding? Nein, das ist Kunst. Was haben wir hier? Manufaktur Vorarlberg. Automatenfabrik. Hergestellt in Frankreich. Sie sind glücklicher Besitzer eines Automaten von Vorarlberg und genießen Sie lebenslange Garantie. Bei Fragen zu Ersatz, Reparaturen oder Rückerstattungen kontaktieren Sie uns bitte über die Adresse auf dem Garantieschein. Okay. Wer sind wir? Die in den französischen Alpen und Valdelaine gelegene Manufaktur Vorarlberg bietet Präzisionsmechanik der Spitzenklasse. Die Automaten unserer neuesten Generation erfreuen sich in ganz Europa großer Beliebtheit, denn sie stehen ebenso für die Qualität unserer Arbeit wie für die Wertschätzung gegenüber unserer Kunden. Wir geben jedem unserer Produkte einen einzigartigen Schliff und verleihen ihm so einen unverkennbaren Charakter. Wagen und wir sind nicht nur stolz auf unsere Kundennähe, sondern unterhalten auch zu Wagen und seiner Bevölkerung eine ganz besondere Beziehung. Unser Chefingenieur Hans Vorarlberg hat auf einer seiner Reisen ein verwüstetes
von einem schrecklichen Großbrand heimgesuchtes Wagen kennengelernt. Oh. Dieser Anblick hat ihn zutiefst bewegt und dazu veranlasst, mit seiner Manufaktur einen Beitrag zum Wiederaufbau und zur Modernisierung der Stadt zu leisten. So konnte Wagen seine ewige Schönheit wiedererlangen und dank unserer allerneuesten Automaten Einzug in das moderne Zeitalter halten. Naja, die Automaten. Okay. Zack. So, was haben wir hier noch? Nochmal Kunst. Was haben wir da für ein Bild? Aha. Hier, oh, der Rahmen ist aber cool mit diesen Lücken. Das sagt aber nichts dazu. Okay. Oh, die Stimmung ist echt gut. So, reden wir mal mit ihm. Mal sehen, was er hat. Oh, ich freue mich jetzt schon auf morgen. Schätzchen, ich bin gerade beschäftigt. Was? Du hast keine Zeit für deine Tochter? Mensch, Anton, was ist da los? Okay, was haben wir hier? Schauen. Was haben wir hier für Bild? Ah. Okay. Die hier können wir nicht angucken. So, was macht die Mama hier? Vergiss nicht, Herrn Gustav gegenüber sehr höflich zu sein. So höflich, wie es sein muss, Mutter. Oha. So, hier. Noten. Kiste. Hier ist keine Kerze drin. Okay. Die Bilder sind nett. Ja, ne? Schon schön anzuschauen. Alter Bleistift. Vielleicht könnte ich ihn verwenden, um meinen Brief an Herrn Gustav zu schreiben. Mit Bleistift? Kann man damit einen Brief an den zukünftigen Arbeitgeber schreiben? Könnte man, macht man aber nicht. Noch einen Füllfederhalter. Oh. Oh, es ist gut. Nein, ich meinte das nicht. Was haben wir hier noch? Okay. Hier ist auch noch was, oder? Wow. Brief von Herrn Zimmer, 28. Mai 1937. Lieber Anton, die Gemälde sind wohlbehalten eingetroffen. Angesichts ihrer hohen Qualität kann ich Ihnen zum günstigen Einkaufspreis nur gratulieren. Sie werden ganz sicher Abnehmer bei meinen amerikanischen Kunden finden und unsere kleine Investition wird sich bald auszahlen. Ich möchte mich bei Ihnen und bei der reizenden Lena auch für die Worte der Unterstützung bedanken, die Sie der Sendung beigefügt haben. Die Ärzte sind optimistisch und gehen davon aus, dass Miriam schon in diesem Sommer wieder auf die Beine kommt. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass eine so starke Frau mir die Ehre erwiesen hat, mich zu heiraten. Ich verheimliche Ihnen jedoch nicht, dass wir beide sehr erschöpft sind. Trotz der Krankheitsgeschichte von Miriam hat der Geburtsfehler dieser Scharlatan uns einen günstigen Verlauf dieser unverhofften Schwangerschaft in Aussicht gestellt. Wir haben uns entschlossen, uns künftig nicht mehr einer erneuten Enttäuschung auszusetzen, auch wenn uns diese Entscheidung schwergefallen ist. Es geht ja nicht nur um Miriams körperliche Gesundheit, sondern zugegebenermaßen um unser beider seelisches Wohlbefinden. Miriam und ich werden uns wohl darauf einstellen müssen, einsam älter zu werden ohne Nachkommen. Sie werden sicherlich verstehen, mein guter Freund, dass wir uns jeden Tag, den Gott werden lässt, die Frage stellen, ob wir hier in Ostertal gut aufgehoben sind, während der braune Schatten sich in unserer Stadt immer weiter ausbreitet. Miriam und ich wären jenseits des Atlantiks zweifellos in größerer Sicherheit, zumal ich mich dort, wie Sie wissen, auf ein solides berufliches Netzwerk stützen kann, sowie auf einige Freundschaften in der New Yorker Kunstszene. Wie dem auch sei, die Unterstützung für Sie und Lena uns haben zukommen lassen, wie dem auch sei, die Unterstützung, die Sie und Lena uns haben zukommen lassen, hat uns zutiefst berührt. Der erneute Beweis für das Vertrauen, das uns verbindet, war für uns ein Lichtblick in diesen düsteren Zeiten. Ich möchte mich erneut bei Ihnen beiden bedanken und verbleibe in tiefster Freundschaft. Adam. Ja. Schön ausgedrückt.
Gentlemen. Naja. Okay. Naja, das kann ich nicht mehr. Geht die eigentlich jetzt zu, wenn ich zurückgehe? Bleibt offen. Hm. Mal zumachen. Achso, das ist nur so. Okay. Gut, hier hat man noch. Die stecke ich besser weg, bevor ich sie verliere. Ich bin mir sicher, ich kenne das Stück mittlerweile sowieso auswendig. Ja, das hast du ja gut gespielt vorhin. Achso, kann ich gar nicht einstecken? Gut. Okay. Was haben wir noch? Verschiedene Rahmen. Hier ist noch was. Hier. Was haben wir denn hier? Achso, die Bilderrahmen alle. Also nur die Rahmen. Aber das Grüne sah cool aus. Hm. Hier noch eine Figur. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Was haben wir hier noch? Das sieht auch gut aus. Was ist denn das? Also sieht schon ein bisschen aus wie eine Spinne hier, das Dunkle. Seht ihr das hier? Aber das ist ja ein Hahn. Es kommt drauf an, wo man zuerst hinguckt. Das sah mega komisch aus. Und das hier, was ist denn das hier? Also ich sehe hier ein Gesicht, sieht auch sehr dämonisch aus. Okay, ja. So, Staffelei. Und hier haben wir noch was. Okay, das haben wir hier. Hier ist noch eins. Und hier. Okay. Herr Gustav, mein zukünftiger Arbeitgeber. Dank dieser Ferienanstellung werde ich Papa helfen können, mir ein weiteres Jahr an der Musikakademie zu finanzieren. Ah. Zusage schreiben. Fräulein Rose. Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Bewerbung für die Sommerbeschäftigung auf meiner Berghütte erfolgreich war. Ihr Arbeitsverhältnis beginnt am Montag, dem 5. Juli und endet am 31. August. Für diesen Zeitraum erwarten wir einen starken Besucherandrang. So empfangen wir etwa eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich bei uns auf eine Expedition in den Orient vorbereiten. Die Hauptaufgaben bestehen darin, zu den Essenszeiten Mahlzeiten zu servieren und uns bei der täglichen Haushaltsführung zu unterstützen. Da Sie in Ihrem Lebenslauf schreiben, dass Sie an der Musikakademie studieren, möchte ich Sie ebenfalls bitten, an einigen Abenden Klavier zu spielen. Ich möchte außerdem hinzufügen, dass Sie während der Sammeldauer Ihrer Beschäftigung zusätzlich zu Ihrem Gehalt freie Kost und Logis erhalten. In freudiger Erwartung Ihrer Zusage wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Abschluss Ihres Schuljahres. Gustav Renner, Leiter der Berghütte Silberspiegel. Okay, das ist gut. Das ist gut. Was? So, ziehen. Okay. Ach so, das ist das Stück, wo ich das schreibe. Ah, okay, das mache ich aber danach. Das ist eindeutig eine Spinne. Hast du auch so geguckt zuerst, ja? Naja, ich habe den Hahn auch erst später entdeckt. Die sitzt auf dem Allerwertesten des Hahns. Ja. Naja. Hätte auch gut gepasst. Das Diplom, das mir Frau Beckmann nach meinem Konzert auf dem Musikplatz gegeben hat. Gott sei Dank hat sie nicht erwähnt, dass ich fast zu spät gekommen wäre. Ja, das hat sie ja nur uns gesagt. Waage Musikakademie. Diplom für die Andana Rose. Kategorie Klavier, dritter Jahrgang. Carina Beckmann. St. Edmund Kruger Abstand. Wahnsinn. 37, Das war alles sehr interessant zu lesen. Aber ich sollte jetzt den Brief fertig schreiben, sonst wird Mama sauer. Ja, wir machen das schon. So, wir haben den Stift. Können wir sehen? Füllfederhalter. Alter Bleistift? Ne, wir nehmen Füllfederhalter. Förmlich, Herr Renner, freundlich, lieber Herr Gustav.
Herr Gustav, Herr Renner. Herr Gustav, achso. Ne, förmlich. Sehr geehrter Herr Renner, ich möchte Ihnen dafür danken, Verpisst euch, ihr dreckigen Baggeraner! Was zum Geier? Nein, nicht Dana, es ist zu gefährlich! Meine Güte, was in aller Welt? Den Ziegelstein untersuchen. Das war vielleicht selber einer von hier. Was ist da los? Geh mal her. Ziegelsteinuntersuchung, ja. Dana, liebes, nein. Nein, gib mir das, bitte. Oh, meine Güte. Ja, was ist los? Was steht da, Vater? Nichts, Dana. Außer Boshaftigkeit. Oh. Werden Sie uns jemals in Frieden lassen? Komm schon, Lena, meine Liebe. Hey, komm schon. Sieh mich an. Lass dich davon nicht runterziehen. Hm? Ach, jetzt sieht man das Bild, wo die Mutter Paris stand. Bei Dana. Ein Blick auf die Notiz werfen. Okay, so ein Symbol. Was verpisst euch, ihr Dreck... Oh, was, ey? Verpisst euch, ihr dreckigen Vagaraner. Entsetzlich. Was zu spät ist, immer noch pünktlich. Ja, genau. Vor zu spät. Förmlich, ja. Also eine Tiger Salzburger Winter 2004. Okay, jetzt sind wir wieder in der Zukunft. Ich glaube, das Stück noch mit dem Hin- und Her-Bewegen irgendwie. Ich glaube, danach war die Demo zu Ende. Nee, Moment mal, wir sind, glaube ich, noch mit dem... Sind wir nicht noch mit dem Motorrad über so einen Abgrund gesprungen? Kate. Oder war das dann in dem Trailer? Komm schon. Wir müssen jetzt an die Arbeit. Nee, heute wird nicht gearbeitet. Ja, okay, komm. Nicht, dass die Wachen kommen jetzt. Gut so. Ich fange jetzt an zu arbeiten. Du schiebst den Karren näher und gräbst neben mir, okay? Es tut mir leid, Liebes. Aber wir haben die ganze Nacht zum Weinen. Oder zum Trinken. Okay. An die Arbeit gehen. Wir müssen erstmal ein bisschen. Wir müssen weiter lesen hier. Aha, an die Arbeit gehen, okay. Ja. Brief und Flugticket. Warte mal. Ja genau, das hat sie selber gesagt, das brauche ich nicht nochmal lesen. Oh Mom. Ein Erbstück von meiner Mutter Sarah. Boah, da konntest du gar nicht auf Wiedersehen sagen, ey. Gut. Leider haben sie allerdings erneut abgelehnt. Offenbar ist die Miliz weniger an Geld interessiert, als daran, Miss Walker dafür zu bestrafen, dass sie sich bei der Verteidigung der Yukol gegen sie gestellt hat. Ja, die waren sehr hilfreich. Hilfreiches, kleines, gutes Volk. Als wäre das nicht schlimm genug, habe ich dank einer weiteren Bestechung bestätigt bekommen, was ich am meisten gefürchtet hatte. Offenbar ist Miss Walker zusammengebrochen.
als sie vom Tod ihrer Mutter letztes Jahr erfuhr. Die Tatsache, dass sie die Beerdigung verpasst hat. Also hat es da nicht geschafft. Mist. Hat sie wirklich niedergeschmettert. Selbst ihre Zellengenossin konnte nichts tun, um sie aus ihrer tiefen Depression zu holen. Ich fürchte, sie wird von... sie wird vor Kummer sterben, wenn wir nicht schnell eine Möglichkeit finden, sie aus dieser aus diesem ungesunden Umfeld herauszuholen. Oh ja. Okay. Gucken wir noch mal ein Stück weiter um. Hier. Ein Elfenbeinstück. Die Wachen gewähren jedem Finder Vorteile. Aber das ist mir jetzt völlig egal. Wie, was? Liegt einfach so rum? Was? Ein Elfenbeinstück. Die Wachen gewähren jedem Finder Vorteile. Aber das ist mir jetzt völlig egal. Okay, ja, na gut. Kate, bitte. Ja. Ich weiß. Es ist schwer für dich, Kate. Es tut mir so leid. Wegen deiner Mutter. Aber ich brauch dich jetzt. Verstehst du? Ja. Der Wagen muss näher ran. Ach so. Ja. Also hier hin. Okay. Haben wir jetzt die anderen schon abgelöst, weil wir hier arbeiten, oder? Ganz verbeult. Passende Metapher für uns alle hier. Mhm. Fest. Kamera bewegen. Oh wow, okay. Angezogene Bremsen. Welche Überraschung. Ja, genau. Löst die Bremse. Okay, nochmal. Bewegen, links klicken, also halten und Cursor bewegen, okay. Du warst nicht da, hast nicht da. Und sehr schwer. Ja, die konnte ja nicht weg. Du hast dich ja nur verabschiedet. Ja, das können wir dann wahrscheinlich nur machen, wenn wir am Grab sind. Lass mal Wiedersehen sagen. Okay, ist das nah genug? Ja. Aha. Diese Olivia eigentlich genau. Wir werden bestimmt noch mal kennenlernen.
nach dir greifen. Ah, das ist noch ein Durchgang. Oh Gott, schnell weg. Oh. Achso. Pardon, nicht aufgepasst. Hey, schau. Unser Fluchtgang? Komm, sehen wir uns das an. Unsere Fahrkarte hier raus sein. Sehen wir uns das an. Mhm. Oh mein Gott. Mhm. Sie hat ja auch blaue Haare. Schneller zu werden, okay. Zug nachforschen. Petjuschka. Mhm. Was haben wir hier? Sieht noch recht stark aus. Aber so von der Menüführung, muss ich sagen, ist richtig gut gemacht. Na dann. Okay. Wo sind Sie hergekommen? Das muss etwas mit dem Zug zu tun haben. Ja, irgendwie, ja. Spezielles Unglück oder so. Ja. Wow, das ist tief. Man sieht nicht mal den Boden. Ja. So tief. Und es schneidet uns vom Tunnel auf der anderen Seite ab. Hier geht's nach draußen. Ich sehe das Licht am Ende. Wie kommen wir darüber? Es muss einen Weg geben. Mhm. Komm mit, ich habe eine Idee. Die Freiheit ruft. Direkte Charaktersteuerung, okay? Sie können die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen, um die direkte Kontrolle über den Charakter zu übernehmen. Dieser folgt dann automatisch der Richtung, in die Sie mit Ihrem Cursor zeigen. Bleiben Sie gedrückt. Damit der Charakter Ihrem Cursor folgt. Mhm. Katjuscha helfen. Okay. Ich hätte mal gucken nach unten. Oh ja. Hm. Ja. Das muss der Weg nach draußen sein. Dort am Ende des Tunnels. Ja, wenn man hier irgendwie stürzt, dann ja, sieht nicht gut aus. Suchen. Geht man nochmal mit ihr? Wenn wir genug Tempo draufkriegen, sollten wir den Höhenunterschied am Rand des Abgrunds als Sprungrampe nutzen können, um zum Tunnel auf der anderen Seite zu gelangen und dann an die Oberfläche zu kommen. Klar, wenn wir dieses Ding starten können. Mach dir darüber keine Gedanken. Damals, als ich in der Band war, habe ich immer unseren alten Tourbus repariert. Okay, aber Moment mal. Zuerst will ich mir diese Leichen näher ansehen und vielleicht herauskriegen, was hier passiert ist. Okay. Schön, wie der Kopf mitgeht. Voller Benzintank. Sie waren wohl auf dem Weg zum Tunnelausgang.
als wollten sie gerade rausfahren. Ihrer Position nachzuurteilen, waren sie in Eile. Mhm. Okay. Aber dann wurden sie irgendwie angegriffen aus dem Hinterhalt oder vielleicht aus den eigenen Reihen, weil der ist ja hier komplett durchgeschossen worden. Erschossen. In den Rücken. Feige. Okay, das ist schon... Ist schon, wie lange ist das schon her, wenn man so aussieht? 20? Ja, mal 5. Ah, 10 Jahre vielleicht? Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie gehörten den braunen Schatten an. Den Faschisten, die den Krieg auslösten, bevor sie Millionen von unschuldigen Menschen massakriert haben. Ich frag mich, wie ein Haufen Faschisten aus dem Zweiten Weltkrieg hierher kommen. Genau. Und wer sie getötet hat, als sie gerade abhauen wollten. Eins ist sicher. Wir müssen das Motorrad ausprobieren. Was meinst du damit? Willst du über den Abgrund springen? Ganz genau. Ja. Aber die Leichen haben keinen Schlüssel bei sich. Ich habe nachgesehen. Sie müssen im Zug sein. Geh du die Schlüssel suchen. Ich sehe mir mal den Motor an. Okay. Mach, kommst du zurecht? Keine Sorge, Liebes. Ich bin sicher, die Hübsche hier und ich werden die besten Freundinnen. Na dann. Schlüssel zum Motorrad finden. Sprich mit dem Motorrad, lass die Magie walten. Okay, hier war das nur mit dem Schloss. Ja. Ja. Was haben wir hier noch? Ansehen, betreten, schauen. Dieser Wagen ist luxuriöser als die anderen. Gehört er vielleicht einem Würdenträger? Mhm. Hier ist auch noch was. Das ist der feine Speisewagen. Also hier können wir da rein, okay. Was sagt sie hier? Das sieht nach einem jahrzehntealten Erdrutsch aus. Verrückt, dass das nie entdeckt wurde. Bis heute. Ja, stimmt. Schon ein bisschen seltsam. Mehr Leichen. Sieht aus, als wären sie beim Essen erschossen worden. Oh, beim Essen erschossen. Ah, kannst nicht mal in Ruhe Essen genießen. Ah, okay, gehen wir rein. Hinweise. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie sich einen Hinweis anhören, indem Sie den Knopf drücken, Fragezeichen. Hm. Aha. Warten Sie, bis die Anzeige sich füllt und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. Alles klar. Oh, okay. Mhm. Ja. Toll, noch eine Leiche. Ach du Scheiße. Sehr schön gemacht. So, was haben wir denn hier? Untersuchen. Untersuchen. Ansehen. Untersuchen und hier noch. Oh, da hat irgendwas in der Hand. Na gut, fangen wir mal hier an. Aber du bist nicht angeschossen worden, ja? Hat sich selbst in den Kopf geschossen. Was? Scheußlich. Oh. Was? Das habe ich gar nicht gesehen jetzt. Im Kopf geschossen, ja. Er trug Rangabzeichen. Muss ein Offizier der braunen Schatten gewesen sein, der den Zug kommandierte. Hm. Okay. Oh, aha, okay. Was ist hier? Oha. Ah. Sowas finde ich super. Emblem der braunen Schatten, okay. Ach, das haben wir auch auf den, ja, auf diesem Steinschreiben gesehen. Das markante Symbol der faschistischen braunen Schatten. In vielen Ländern ist es verboten.
Und das fände ich gut so. Unverkennbares Symbol des faschistischen Wahnsinns. Ja, okay. Aha. Hm. Gibt es ja noch eine Klärung der Symbollinien? Suchen wir woanders. Woanders? Okay. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon gebrauchen kann. Alles klar. Gut, dann gehen wir hier mal zurück. Was hast du noch? Abschiedsbrief des Offiziers. Ja. Mhm. Mittwoch, 5. April 1944. Wenn Sie, wer auch immer Sie sind, diesen Brief lesen, bin ich schon längst nur noch ein Sack voller Knochen. Ja, war es schon nah dran. Es ging nicht ein Tag ins Land, in dem ich nicht alles tat, was in meiner Macht stand, um dem Vaterland treu zu sein und meine Pflichten im Namen unseres glorreichen Führers auszuführen. Ich hätte es nicht anders gewollt, wie es mir befohlen wurde. Haben wir unsere Mission erfüllt und den Zug außer Reichweite unserer Feinde am vereinbarten Zufluchtsort gesichert. Aufgrund eines Erdrutsches wurden wir jedoch kurz darauf vom Ausgangstunnel abgeschnitten. Wir sind nun dazu verdammt, für immer in diesem Zug zu verweilen, bis das Oberkommando eines Tages seine Geheimnisse erneut offenlegt. Der Zwischenfall stellte sich jedoch als Glück im Unglück heraus. Denn die Rote Armee näherte sich uns von der Ostfront und wir wären ohne das Unglück mit hoher Wahrscheinlichkeit gefangen genommen worden. Diese Weise ist unser Geheimnis zumindest sicher. Oha. Die Truppen haben alarmierend schnell ihre Moral verloren und um sie vor Verrat und Entehrung in einem Moment der Torheit zu bewahren, nahm ich die Bürde auf mich, sie alle zu erschießen. Ja, nichts einfacher als das. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie in ihrer Verzweiflung versucht hätten, mit dem Moderat zu entkommen, wodurch sie den Feind direkt in die Arme gelaufen wären. Ohne Frage hätten sie dann im Austausch für ihre Freiheit die Position des Zuges preisgegeben. Ja, wahrscheinlich. Ich habe die Zündschlüssel der Form halber versteckt. Mir bleibt nur noch zu tun, was mir meine Pflicht im Namen unseres Führers und unseres Heimatlandes vorschreibt. Damit dieser Schatz versteckt bleibt, bis das Oberkommando dazu in der Lage ist, ihn sich wieder zu holen. Hochachtungsvoll, Major Christian Sütter. Krass. Also hat dieser Offizier der Braunen Schatten seine eigenen Männer erschossen und sich dann selbst getötet, damit der Zug nie von den Alliierten gefunden wird. Was immer da drin ist, muss unschätzbar wertvoll sein. Seltsam. Diese hohle Form, da muss etwas drin gewesen sein. Aha. Ah. Da ist er ja. Schlüssel des Offiziers. Okay. Katjuscha die Schlüssel geben. Einer der Schlüssel ist voller Blut. Das muss der für das Motorrad sein. Da ist der Motorradschlüssel dran. Motorradschlüssel, ja. Okay. Ja, da hast du glatt den Kopf verloren. Hm. War hier auf der Seite noch irgendwas? Tatsache ist noch Licht. Major Sütters letzter Drink, um sich Mut zu machen? Ja, Mut, sich selber die Kugel zu geben, die anderen zu erschießen, das war wahrscheinlich ohne Mut machen. Gut, ich glaube, dann haben wir ja alles. Dann gehen wir wieder zu ihr zurück. Nur das Jahr stimmt nicht. Ja. Hab sie!
Aber cool, dass wir jetzt die Geschichte wissen, wie das genau war. Verdammt! Sie wurde zu lang nicht mehr gestartet. Überlass das mir. Ich krieg sie schon zum Laufen. Wenn ich nur einen Kickstart hinkriege, kommen wir hier raus. Ja, und das werden die anderen wahrscheinlich hören. Hauptsache, wir sind schnell genug. Kann ich dir helfen? Kann ich etwas tun? Wir haben nicht viel Zeit. Nein, danke. Warum schaust du dich nicht um? Vielleicht ist im Zug irgendwas, das uns hilft, sobald wir hier raus sind. Okay, bin dran. Okay, wir können noch ein bisschen weiter forschen. Der Schlüssel zum Wagen. Oh ja, na eben. Yep. Lass mal hingehen. Hier, für hier war das. Na, mal sehen. Was wird uns erwarten? Oha. Okay. Vorsicht. Oh. Okay. Kate, dein Streitwagen wartet. Hey, was hast du? Heilige Scheiße. Wow. Oh. Das ist ein Vermögen wert. Ist der Schatz? Oder die Ablenkung. Das können wir gut gebrauchen, wenn wir unterwegs sind, Süße. Okay, was haben wir hier alles? Okay. Ein Meisterwerk. Die braunen Schatten müssen es während des Zweiten Weltkriegs erbeutet haben. Okay, die Kate sagt auf jeden Fall was. Dana hat noch nichts gesagt zu Gemälden. Vielleicht kommt es ja noch. Das hier? Ah, das hat man auch gesehen. Moment mal, ist das das vielleicht mit dem Rahmen oder ist der bloß verdreckt? Da haben die also das Bild. Das gehört ja praktisch Dana. Ah, das ist ja interessant. Sind wir hier? Das muss unschätzbar wertvoll sein. Jetzt verstehe ich, warum die braunen Schatten den Zug so unbedingt verstecken wollten. Die Beute hier drin ist ein Vermögen wert. Ja, ja. Einem Opfer der braunen Schatten gestohlen. Okay. Ja, ja. Da wird ein Teil wahrscheinlich ihr gehören. Naja, das sind die Bilder. Krass. Das hier? Nee, Moment. Ist das das gewesen hier? Ja. Aber da müssen die ja dann nochmal wiedergekommen sein. Oh. Oder ist das eine Karte? Ist das ein Edelstein gewesen? Oh mein Gott. Was ist? Es ist unglaublich. Das musst du sehen. Bestes Zuge erkunden, okay. Das Gemälde genauer ansehen. Ey, das ist die Dana. Ja, es ist ziemlich gut gemacht.
Die Farbe der Felswand dort gefällt mir. Ist es das, was dich fasziniert? Nein, Kate. Schau da. Es ist direkt vor deiner Nase. Offenbar ist es von 1937. Aber ich kann die Unterschrift nicht lesen. Cola? Koba? Oder so? Aber was ist so faszinierend daran? Was steht da? Covintus? Siehst du es nicht? Schau es dir genauer an. Die sieht aus wie du, oder wie? Tut mir leid, du musst schon genauer sein, Katjuscha. Ich sehe es immer noch nicht. Schau noch mal hin. Ja! Das Mädchen. Sie sieht genauso aus wie du. Naja, jetzt nicht gerade, aber... Findest du wirklich, sie ähnelt mir? Komm, das ist doch echt unglaublich, oder? Wie auch immer, ich schlage vor, du steckst es weg. Wir müssen los. Später dann wahrscheinlich eher. Aus dem Waggon aussteigen. Na, ich will mal alles anschauen. Ah, hier ist wieder die Spinne. Ja, das sind echt ja irre Bilder. Das ist ja krass. Das ist mir bei der Demo nie aufgefallen. Ist hier noch irgendwas? Oh, das sieht gut aus. Ich mag gar nicht dran denken, was aus den Besitzern all dieser gestohlenen Gegenstände wurde. Ja, das würde ich jetzt auch gern wissen. Von dem braunen Schatten gestohlene wertvolle Gegenstände. Okay. Hier kann ich nichts drehen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es fehlt jetzt hier noch Nachforschung. Wir haben genug Zeit mit diesem Gemälde verschwendet. Wir sollten den Waggon besser verlassen. Na, hier ist nur eins, also... Katjuscha, du stehst im Weg. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich hier alles entdeckt habe. Das hier noch? Nee, das hatte ich ja. Ist hier noch irgendwas? Nein, komm hierher. Ja, das ist das. Das ist das. Und dann ist das. Na gut, gehen wir. Oder hier die Truhe? Ne. Na gut, gehen wir mal raus. Komm schon, Kate. Gib's zu, sie sieht dir ähnlich. Das muss ein Zeichen sein. Schön stehen bleiben, Mädels. Ach du Scheiße. Ich hab das nicht gefunden, das letzte. Wer weiß, wo das war? Oh shit. Na gut. Sie haben uns erwischt. Aber werfen Sie doch mal einen Blick in den Zug. Er ist vollgestopft mit Schätzen. Wir können alle stinkreich hier rausgehen. Schauen Sie nur. Keine Bewegung. Hören Sie mir zu, Simona. Sie waren immer gut zu uns. Warum können wir einander jetzt nicht helfen? Zusammen sind wir stärker. Klar. Ihr wart brave, kleine Gefangene. Persönlich habe ich nichts gegen euch. Aber ich könnte ja auch den Schatz für mich behalten.
Ich könnte raus aus diesem elenden Loch. Niemand würde es erfahren. Ich könnte sogar sagen, ihr habt versucht zu entkommen. Was ja nicht mal eine Lüge wäre. Simona, nicht! Nehmt's nicht persönlich. Ich brauche eine Veränderung im Leben. Ich glaube, ihr versteht meinen Standpunkt. Boah. Schätze. Sprich nicht. Du musst dir deine Kraft aufsparen. Es hat keinen Zweck, Kate. Shh, Katyusha. Hör zu. Das Mädchen auf dem Bild. Wäre voll cool gewesen, zusammen nach ihr zu suchen. Oder? Das wird es immer noch. Ich nehme dich mit. Nein. Du musst gehen. Du musst gehen und es herausfinden, bevor die Wachen kommen. Finde das Mädchen. Ja? Kate? Liebe dich. Vergiss mich nicht, Kate. Ich mache jetzt die Augen zu. Ja, aber die andere, die lebt doch noch. Ist jetzt nur bewusstlos, muss aufpassen. Könnte sein, dass wir die später in der Geschichte nochmal wiedersehen. Ja, wo war denn das letzte Teil zum Forschen des Zuges? Kann ja nicht sein. Naja, jetzt ist es vorbei. Weiter geht's. Freiheit, kommen Sie aus dem Bergwerk. Jawohl. Oh. Mach's gut, Katyusha. Da drüben! Los, Kate, fahr los! Ja, genau, das war's Ende der Demo. Freiheit! Eisenteil gewinnt 2004. Oh, schön! Wow, das sieht gut aus. Fahr so weit weg, wie dich der Tank tragen kann. Was, Müller Wagen? Ja, das ist ja eindeutig der Beweis, ne? Das sind die ganzen Waren von ihr.
Oh. Und somit beginnt das Abenteuer. Ja, gern dann auch später, also sprich morgen, auf der Tube weiterschauen. Und morgen machen wir natürlich auch im Stream weiter. Wagen. Wir haben sozusagen ein zukünftiges Sehen. Wagen Blumenviertel, Herbst 2005. Etwa ein Jahr später. Okay. Oh ja, man sieht's schon, ja. Gasthof Dombo. Frau Walker? Frau Walker? Okay, also ab jetzt ab hier total blind. Ja, jetzt sieht's wieder so aus. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, Frau Wagner. Ich habe versucht, hieraus schlau zu werden. Ist alles in Ordnung? Ich habe etwas für Sie. Das hilft Ihnen vielleicht, den Müllerladen zu finden, den Sie suchen. Moment, der ist doch nicht weit weg von hier. Herzlichen Dank. Gern geschehen, meine Liebe. Ich bin in der Rezeption, wenn Sie noch etwas brauchen. Aber es muss, glaube ich, ein bisschen mehr vergangen sein als ein Jahr. Die Haare so sind, so lang. Ziele im Verlauf des Abenteuers werden Ihre Ziele im Tagebuch festgehalten. Sie können es öffnen, indem Sie das Tagebuch drücken. Ja. So, auf dem Lobby benutzen, Telefon, genau. Lass mal kurz hier weiter durchschauen. Die Moderatorin kommt, das Telefon mal auf dem Tisch in den Lobby benutzen. Okay. So, warte mal, das ist das, das ist das. Ah, hier. Offenbar ist sie unterwegs nach Westen zu einem unbekannten Ziel. Vielleicht sucht sie einen Flughafen, wer weiß. Das Flugticket, das sie mit dem Brief zusammen geschickt haben, hat möglicherweise den gewünschten Effekt. Immerhin gibt es keine Luftschlösser mehr, denen Kate Walker hinterherlaufen könnte. Oder doch? 7. November 2005. Geehrte Mrs. Foster, danke für die Informationen in Ihrem letzten Schreiben. Sie sollten es mir ermöglichen, wieder weiterzukommen. Wenn Miss Walker zuletzt in Wagen gesehen wurde, dann ist Wagen mein neues Ziel. Unglaublich, dass ich jetzt schon fast ein Jahr lang ganz Ost- und Mitteleuropa durchsuche, um Miss Walkers Spur wieder aufzunehmen. Sie hält sich von größeren Straßen und Städten fern, doch ab und zu wurde sie von Bauern oder Landstreichern gesichtet. Sie berichten von einer mysteriösen, wortkargen Ausländerin. Offenbar ist es ihr einziges Ziel, nach Westen zu gelangen. Sie nutzt mit ihrem Moderat die kleinen Landstraßen und hält nur an, um kurz Rast zu machen oder Gelegenheitsjobs anzunehmen, um die nächste Tankfüllung zu bezahlen. Sie scheint sich mit niemandem anzufreunden und gibt nie ihre Motivation preis. Die Zeugen berichten einhellig, dass sie ihre Ruhemomente damit verbringt, die Spieluhr ihrer Mutter laufen zu lassen, die sie ihr geschickt haben, und ein seltsames Bild zu betrachten. Ja. Okay. Ach, du kannst dich gar nicht drehen. Warte, bleib. Kate. Kate, ich doch.
Nein? Nein, okay. Okay, die Bewegung ist zu groß. Okay, gut. So lasse ich es. Sieht gut aus. Alles klar. Gut, Game of Freunde und Ladies, das war der erste Teil von vielen weiteren fantastischen Teilen. Ja, von Siberia, The World Before und ja, mit Kate und Dana. Müssen wir mal schauen, wenn wir dann rauskommen beim nächsten Mal, wo wir dann genau sind von den Straßen. Das wird mit Sicherheit ein Bereich von Wagen sein, den wir in der Vergangenheit noch nicht gesehen haben. Aber ich denke auch, dass der Laden nicht ganz so weit weg davon ist. Vielleicht so ein paar Querstraßen eventuell. Naja, werden wir mal schauen. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die nächste Episode. Ich hoffe ja auch, wie gesagt, schaut es dann später den ersten Teil morgen dann mal auf der Tube, wenn der dann fertig bearbeitet ist und hochgeladen ist. Und dann geht es natürlich vielleicht auch nochmal zu einer anderen Zeit morgen. Muss ich mal schauen, wie es ist. Geht dann der Stream dann weiter mit dem Teil 2. Gut, ja, dann danke ich auf jeden Fall. Eckes, vielen Dank nochmal fürs Wache halten. Ja, Sarah, fürs Reinspringen. Ja, danke dir. Und nochmal ein großes Dankeschön an kleine Peachy. Vielen, vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut. Überraschungs-Raid-Besuch. Ja, so kann man das am besten formulieren. Und ansonsten, ja, schaut dann gerne beim nächsten Mal wieder rein. Angenehme Nachtruhe wünsche ich euch. Kommt gut in den nächsten Tag mit rein. Ja, und sehen wir uns bei dem fortlaufenden Abenteuer hier wieder in der Gaming Lounge mit mir am Gastgeber Twitcher zu Siberia The World Before. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und